Hallo Freunde, hallo YouTube. Nach dem Motto kurz gezeigt und hinterher ein längeres Video drüber gemacht, so habe ich es vor mit diesem Naniwa Superstone. Ich konnte ihn günstig kaufen. Die Kinder werden jetzt schon sehen, es dreht sich um eine Körnung 12.000. Ist für mich selber jetzt so ein bisschen der Super-GAU zum Messerschleifen. Normalerweise ist das so ein bisschen der Endstein vor dem Leder beim Rasiermesser. Aber ich habe den Stein günstig bekommen, wird so nicht mehr hergestellt. Wie gesagt, ein 12.000er. Ich habe seither ja nur auf dem 8.000er geschliffen und damit auch, geschliffen darf ich jetzt nicht sagen, sondern die Phase poliert und auch recht gute Ergebnisse erzielt. Ab 5.000 oder 6.000er Körnung spricht man ja, glaube ich, vom Polieren und bis 5.000 oder 6.000 vom Schärfen. So viel weiß ich noch oder ist mir gesagt worden. Ich werde den jetzt erstmal ein bisschen plan machen, werde da die Kanten brechen und dann mal sehen, wenn ich ein paar Messer zusammen habe, die Endpolitur mit diesem 12.000er nehmen. Könnte man vorstellen, dass es ein bisschen, ja, wie ich sage, mit ja, großen Kanonen auf kleine Phasen, Spatzen geschossen wäre, aber wenn das Ergebnis dann noch besser wird hier wie mit dem 8.000er, bin ich recht zufrieden. Und vielleicht auch mal überlege ich es mir mal wieder mit einem Rasiermesser an meine zarte Haut zu gehen und das Rasiermesser vorher über den 12.000er zu ziehen. Das war's in Kürze. Ich möchte jetzt nicht wegen einem Messer hier mit dem 12.000er hier so die Wasserspiele beginnen, sondern wie gesagt erst abrichten und dann warten, bis ein paar Taschenmesser zusammengekommen sind und dann vielleicht mache ich ein Video drüber. Also, kurzes Statement zum Naniwa 12.000er Superstone Schwertpolierqualität. Bedanke mich fürs Zuschauen, es grüßt der Interranger. Ciao.